schön synchron getrunken. Herzlich willkommen wieder zu einer neuen Folge und wir sind wieder zurück auf Tamora, haben hier die Buddler, die hier so lecker herrlich synchron trinken, auf die Insel gebracht, beziehungsweise am Strand. Dann gucken wir doch mal gleich mal nach, wo sie denn sind, Buddler für Tamora. Ich habe Slim, die anderen Buddler, richtig, jetzt lese ich das vor, was wirklich wichtig ist, und zwar, was steht hier? Am besten, ich teleportiere mich sogleich in die Burg, damit ich schnell wieder zurück bin. Ich könnte allerdings auch sogleich auf das Schiff zurückkehren und zunächst mit Lord Baldwin weiter nach Varant segeln. Dann müssten die Buddler ebenso lange am Strand warten, bis ich zurückkomme. Und nachher sind sie dann alle in der Sonne verdörrt und dann liegen nur noch Skelette rum. Das wäre natürlich nicht so toll. Das heißt, ich werde, also die Truhen sind bestimmt leer, brauche ich nicht googeln. Und das ganze Gefleucht, das werde ich dann... Ach ja, später im Off looten. Ich werde ja noch ganz gaga, wenn die alle saufen. So, wir sind hier in der Burg. Und Bruno sitzt wieder da. Gut, dass du kommst. Du musst uns unbedingt helfen. So, was soll ich denn tun? Da fragst du noch. Hast du denn nicht die Orks gesehen, die vor dem Tor lauern? Doch, die habe ich gesehen. Gut. Nee, eben nicht. Dann beseitige sie, bevor sie in unsere Burg eindringen können. Warum ich? Könnt ihr das nicht alleine klären? Nichts da. Du hast mir versprochen, dass mir König Rober jederzeit helfen wird, wenn wir bereit wären, ihn wieder als unseren Herrscher anzuerkennen. Stimmt, das habe ich gesagt. Na also, du bist ein Krieger des Königs und wir sind jetzt in Gefahr. Also beweise uns jetzt, dass deine Versprechen auch was wert sind. Ansonsten werde ich mit den Orks in Verhandlungen treten. Ach ja, wegen den Buddlern. Wenn ihr gelobt, fortan König Robert die Treue zu halten, machen wir erstmal die Buddler. Mal gucken, ob er mal zahlen will hier. Wegen den Buddlern? Ja, was ist mit diesen? Ich konnte 9 Mann auftreiben, die bereit sind, in den Minen zu arbeiten. Sehr gut. Bring sie zu den Minen und sag ihnen, was sie zu tun haben. Moment. Gut, zuvor wäre allerdings noch etwas zu klären. Genau. So? Was denn? Die Bezahlung. Jeder Butler verlangt 10 Goldstücke am Tag. Was? 10 Goldstücke am Tag? Ja, glauben die Kerle denn, dass ich den Schatz des Königs hüte? Nein, nein. Das ist viel zu viel. Sag ihnen, dass ich jedem von ihm 3 Goldstücke gebe. Nee. Das ist viel zu wenig. Außerdem habe ich den Buddlern bereits versprochen, dass sie 10 Goldstücke bekommen werden. Ach, so ist das. Du gehst ja sehr großzügig mit dem Gold anderer Leute um. Was konnte ich anderes machen? Die Buddler sagten mir, dass sie für weniger nicht arbeiten würden. Das ist dein Problem. Warum versprichst du auch sowas? Aber ich will großzügig sein. Sag ihnen, dass ich jedem 5 Goldstücke gebe. Das ist immer noch zu wenig. Wenn ich das dem Butler mitteile, werden sie sicher die Insel schnell wieder verlassen wollen. Womit denn? Sie können ja nur mit eurem Schiff wieder zurückgebracht werden. Ein anderes wird so schnell nicht vor Tamora anlegen. Sag ihnen daher, dass sie sich mit den 5 Goldstücken zufrieden geben sollen. Und wenn sie zurück wollen, dann sagst du ihnen einfach, dass ihr sie nicht mitnehmen werdet. Das wird den Leuten gar nicht gefallen. Sie werden ganz schön sauer sein und sich erst recht weigern, für euch zu arbeiten. Keine Sorge. Irgendwann wird ihnen ihr Gold ausgehen und dann werden sie schon angekrochen kommen. Ich weiß, wie ich mit solchen Leuten umspringen muss. Dann aber werde ich ihnen nur 3 Goldstücke geben. Ja, wie selbstgefällig dieser... Bruno ist Lug und Trug. Ich hasse Ausbeuter, Genosse der Bosse. Ach du liebes Bisschen. Auch das noch. Lug und Trug. Ich hasse Ausbeuter, Genosse der Bosse. Oh toll. Ehrlich gesagt hasse ich Ausbeuter. Ihr seid ein mieser Ausbeuter, Bruno. Für so etwas gebe ich mich nicht her. Ach, das heißt, du fällst mir in den Rücken? Wenn ihr das so seht, ja. Das heißt, du nimmst die Butler wieder mit, wenn ich ihnen nicht mehr zahle. Genau so ist es. Also, wie sieht es aus? Verdammt. Na schön, ich zahle jedem 7 Goldstücke. Nichts da.
10 Goldstücke und kein Goldstück weniger. Das ist zu viel. Ich gebe 8 Goldstücke. Ich sagte 10. Sagen wir 9? 10. 10. Na schön. Dann eben 10 Goldstücke. Halt, wow. Das ist noch nicht alles. Okay. Die Orks haben 4 Kriegstrolle mitgebracht, die jetzt Tamora unsicher machen. Diese müssen unbedingt zur Strecke gebracht werden, bevor sie die ganze Insel verwüsten. Nun, ich... Keine Ausreden! Entweder du hilfst uns, oder ich werde den Orks die Tore von Tamora öffnen. Na schön. Und wo du schon dabei bist, du solltest dich unbedingt auch um die Orkschiffe kümmern, die vor unserer Küste ankern. Sonst holt die restliche Besatzung noch Verstärkung. Und dann ist es ganz aus mit uns. Wenn ihr gelobt, Statthalter Bruno, fortan König Roba die Treue zu halten, werden wir Tamora vor jedem Feind beschützen, so gut es nur geht. Na schön. Ich gelobe hiermit König Roba II., dem Herrscher von Myrtana, Treue und Gehorsam. Gut, und jetzt sagt mir, wo die Orkflotte und die mit den Orks verbündeten Korsarenschiffe hingesegelt sind. Die sind in Richtung der Insel Adarmos weitergesegelt, also weiter nach Westen. Hatten wir den Dialog nicht schon, frage ich mich. Ja, Hammer, ne? Tja, da gucken wir mal ins Loggi-Boggi. Orksche Kriegsschiff, auch noch. Vor der Küste Tamora. Kriegstrolle, das ist natürlich wieder eine schöne Überraschung. Vielen Dank aber auch. Diese werden sicher vor der Stadt bei den Orkschiffen zu finden sein. Okay, Angriff der Orks. Bruno, der Statthalter, befahl mir, die Orks vor seiner Burg unschädlich zu machen. Ansonsten würde er mit ihnen in Verhandlung treten. Oha, ja genau, richtig tolle Erpressung. Auf in den Kampf für Innos und den König. Suche ich ja das Boten der Finsternis. Wie sieht's denn mit den, nochmal mit den, wo sind sie denn hier, Butler aus? Bruno war erst nicht bereit, so viel Gold an die Butler zu zahlen. Doch schließlich gab er klein bei, als ich ihm drohte, die Butler wieder mitzunehmen. Der alte Ausbeuter wird doch noch genug von diesen profitieren. Das ist nämlich auch mein Denken gewesen. Ja, Stephan, mal gucken. Nee, der hat nichts zu sagen. Ich gehe mal raus und gucke, wie die Lage da ist. Wenn ich mich wieder zum Strand zurück teleportiere, ich glaube, altes Fischerdorf war das. Die Rune. Oh, was war denn das? Okay. Elisabeth. Hey, du. Okay, ich glaube, ich brauche die NPCs hier nicht ansprechen. Wo ging's nochmal lang? Hier ging's lang. Und dann... Dann, ja, da raus. Dann haben wir hier Wache. Da stehen sie ja schon. Wieso habt ihr denn hier kein Tor? Das ist ja komisch. Das ist ja Mist. Schöne Musik, habe ich eben gehört. Aber... Alter Friedhof, Felsenklippe, Innos Tempel, Tamora Stadt, Fischerdorf. Dann gehe ich mal wieder rüber. Ja. Also das war ja... Wie soll ich denn die... Und dann noch die komischen Kriegstrolle da. Los, Lim, erzähl was. Oh, die müssen erstmal alle... Ich habe mit dem Statthalter gesprochen. Und? Bekommen wir jetzt unsere 10 Goldstücke? Ja. Ja. Der alte Geizhals wollte zwar erst nicht, aber ich habe ihm klar gemacht, dass er sich gefälligst an unsere Abmachung zu halten hat. Na, wenn das so ist, dann vielen Dank, dass du dich für unsere Interessen so eingesetzt hast. Das werden wir dir nicht vergessen. Wenn du mal unsere Hilfe brauchst, kannst du jederzeit mit uns rechnen. Schade. Ich bringe euch jetzt zu den Minen. Oh. Kommt mit. Alles klar. Wo soll ich denn jetzt nochmal lang? Oh. Gab's denn nicht eine Karte Minen auf Tamora? Ach, Leute. Sorry, ich bin völlig... Moment mal, Schatzkarte. Karte mit allen Minen. Ja. Sehr gut. Wo sind wir? Ich glaube, wir sind irgendwo links, ne? Also da irgendwo links, oder?
Ja. Also, Balto, kommen die denn wirklich alle mit? Tatsache. Die kommen alle mit. Okay, das mache ich ihm auf. Gut, okay. Das sind bewegliche Geschichten. Gefährliche Geschichten. Ich habe keinen Bock, dass mir hier die Butler da von den Lurkern angegriffen werden. Das ist viel weniger. Oh, genau, richtig. Super, und was haben wir da hinten? Ein Wassergolem. Wieso ist denn jetzt plötzlich die Schatzkarte wieder da? Mhm. Wo bin ich denn jetzt? Da unten? Oder bin ich bei dem Schiff? Oder wie? Oder was? Oder was? Oder wie? Kann mich jetzt nicht... Da ist es Fischerdorf. Gehen wir mal hier hin. Gut gemacht! Ein Drecksvieh wenige! Wenige! Dioax. Als Bruno gesagt hat. Ein Drecksvieh wenige! Dioax. Klang so nach Modeschöpfer. Dioax. Ja, Vor dem Spielen hätte ich mich noch ein bisschen orientieren sollen. Jetzt latsche ich hier blind rum. Ach. Wilder grauer Balzer. Okay. Seid ihr noch alle vollzählig? Nicht, dass ich da irgendwie jemanden verliere. Ah, das ist auch so lange her, dass ich hier auf Tamora bei den Minen war. Weiß jetzt nicht, ob das hier richtig. So, nochmal gucken. Ja, wieso macht er immer diese Karte? Ich habe doch jetzt die hier angepinnt. Bin ich auf der anderen Seite? Boah. Ja, das ist schwierig jetzt für mich. Ich weiß. Oh, da ist so wieder so ein Troll. Wassertroll. Nee, Quatsch, Golem. Wasser-Troll-Golem. Ah, ich kann nicht alles wissen, wo die Minen sind. Den habe ich einschnitzeln müssen. Okay, mal speichern an der Stelle. Sim-sim. Ja, super klasse. Noch mehr solche Wasserdinger. Was mache ich die fertig? Mit Blitz, glaube ich, ne? Wo ist die Mine? Da muss ich hier oben rum. Ich gehe mal hier oben rum. Ja, ganz großen Bogen um den Wassergolem machen. Ja. Alles vorher überlegen sollen. Okay. Weniger. So, was ist los? Hier gibt es noch mehr Lurge. Da oben. Ich vermisse viel weniger. Okay. Ich bin noch halb voll. Also mit Leben. Da war noch einer. Oh! Hier geht nicht auf meine Leute los. Ach so. Ein Mistvieh weniger. Ach, die haben ja gar keine Waffen. Die haben ja überhaupt keine Waffen, die Armen. Die können sich gar nicht verteidigen. Okay, auf der Suche nach Minen. Wie geil. Gut gemacht. Ein Drecksvieh weniger. Doch, einer, irgendwer hat eine Waffe noch. Nicht alle sind unbewaffnet. Jippe. Schade, dass es hier keine... Was? Ach da. Nicht bald so. Das ist übel. Ein Mistvieh weniger. So, kommt mal hier raus. Will zum Beiser hin. So, ein bisschen was essen. Jupp.
Weiß ich, irgendwo war hier noch so eine Seitenhöhle. Das war da an der Stelle. Hier, ja, ja. Aber kommen wir da zu einer Mine hin? Hey. Wo bin ich? Wo bin ich? Ich glaube, ich werde das mal anders machen. Moment mal hier. Karte zur Kohlenmine. Wo waren denn jetzt hier? Stadtkarte, Condera. War das denn? Hier, Karte von Tamora mit allen Minen. Und dummerweise habe ich jetzt hier... Ich weiß nicht, wo ich bin. Ich glaube, ich muss mal eben kurz mal gucken, mich orientieren. Jungs, wir sind hier völlig falsch. Wir müssen wieder zurück. Was? Wieder zurück? Wir sind dead. Ja, ich... Oder hier oben rum, aber wir gehen erstmal den sicheren Weg hier. Ah, tut mir leid. Machen wir ein bisschen Jogging. Frühsport, nicht? Apropos Frühsport, wie spät haben wir es? Naja, Mittagssport. Ach ja, ich das wieder. Ich musste mal eben kurz gucken, wo zumindest eine Mine ist. Und da möchte ich doch ganz gerne erstmal auf der sicheren Seite sein, dass ich die dann... ja, ich glaube, ich werde das abkürzen und dann werden wir uns mal bei der ersten Mine dann wiedersehen, liebe Leute. Also bis dahin. Jawohl, gut, dass es Handweiser gibt zur Silbermine. Und was ist auf der Rückseite drauf? Bart. Nein, es sind zwei Handweiser, aber jedenfalls sind wir hier schon mal in der richtigen Richtung. Das ist gut, denn da dürfte doch was auch wieder auf etwas auf uns lauern. Ein kräftiger grüner Waran. Heilkraut, Keil. Ja, ihr sollt hier nicht beim Waran rumstehen. Das ist ein bisschen schwierig hier. Kommt mal weg hier. Also ein bisschen Hakelitsch. Die drehen sich nur um. Okay. So, das mit dem Heilkraut können wir später machen. So, in die Richtung bitte. Wird bestimmt noch mehr geben. Ich sollte mal vorscouten. Und da oben. Okay, also müssen wir doch noch da ganz hoch. Wo war denn nochmal dieser komische Eingang? Okay, machen wir erstmal hier. Da ist wieder ein Mistvieh. Weißer Platt. Ein Mistvieh wenige. Ein Mistvieh wenige. Mistvieh. So, was war's mit dir, du Mistvieh? Denn das so schnell hingekriegt? Oh, ganz schön kräftig, die Leute, ne? Ah, ein bisschen was essen. Irgendwas ist wieder hier am Rum. Ja. Na? Okay. Gut. Lasst mich mal vorbei. Wo war denn jetzt nochmal das Höhlenloch hier? War das hier? Ah, da ist wieder so was Grünes, Giftiges, Getarntes. Ein Mist, wie wenige. Irgendwo war doch hier ein Loch in der Wand. Oder war das woanders? Das war wieder woanders. Ah, jetzt bin ich an der Stelle schon wieder. Ach ja, da ums Eck, richtig. So, und dann ist es dann gleich da oder da oder je nachdem, welcher Kamera betrachtet das ist. So, bleiben die denn dann nur, muss ich denen das nur zeigen? Ah, hier ist ein Handweiser, okay, zur Silbermine. Und ich glaube, jetzt haben wir wieder die Silbermine hier, genau richtig. So, hier gibt's lecker Silber, ihr lieben Leute. Und dann gehen wir mal hier rein, mal gucken, was happens. Shorty, Kyle, wo ist ein Slim? Slim. Na? Kampfverhalten aller Butler bei Gefahr. Ach ja. Mhm. So, liebe Leute. Hier ist die Silbermine. Jetzt gehe ich mal hier ein bisschen rein. Hä? Ja, hä?
Hier ist die Silbermine, Leute. Muss irgendwie mal was nachlesen. Habe ich jetzt irgendwas überlesen? Wo sind denn jetzt hier die Butler? Da. Ich bringe die Butler zu den Minen. Als erstes bringe ich Shorty und zwei Butler zu der Silbermine. Okay, Shorty und zwei Butler. Also muss ich Shorty jetzt anquaken. So, Shorty, wo bist du? Ach, da hinten steht er. Ach, lass mich mal vorbei. So, alles in Ordnung, Kampfverhalten, bei Butler bei Gefahr, okay. Alles in Ordnung? Alles klar. Und? Überlegen. Mir ist aufgefallen, ich habe jetzt nur noch 6 Butler hier, ne? Ja. 6 Butler. Wo sind die anderen bloß? Gut, dass man andere Spielstände hat. Und hier in der schönen Rautenformation, ne, könnte man jetzt sozusagen eine ruhige Kugel schieben und die umkegeln. Ja, okay. Ich habe sie nämlich hier vollzählig da bei dem Speicherstand. Also ich will mich da nicht verfransen, aber ich hoffe, dass die auch da bleiben. Da muss ja richtig, wie in so einer Kita muss man hier die Leute behüten, damit sie einem nicht verloren gehen. So, Shorty, mal gucken. Laberst du schon? Nein. Oh, Kampfverhalten beim Butler in Gefahr. Genau. So. So, kommt mal alle hier rein. Hier ist die erste Mine. Mhm. Keil. Shorty. Alto. Nein. Schwierig. Wo ist denn Shorty? Da ist Shorty. Schwierig. Na, jetzt habe ich ihn gehabt. So, komm. Wir sind da. Wir sind da. Das hier ist die Silbermine. Na, dann wollen wir mal sehen, was es hier zu holen gibt. Okay. So, hier gehen schon. Also, es sollen ja zwei Butler und Shorty sein. Genau, richtig, Shorty und der andere. Ach, und Bart sogar auch. Bart, warte mal. Wie steht's? Ja, alles klar, das ist Flavor. Shorty, warte mal. Wie sieht's aus? Alles in Ordnung? Ja, okidoki. Ich will mich ja nur vergewissern. Okay, jetzt haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6 Leute haben wir. Dann gehen wir mal wieder zurück und suchen die nächste Mine auf. Boah, da muss ich dann auch wieder mal mich reorientieren, liebe Leute. Uiuiui, okay, das ging ja schon mal ein bisschen besser. Jetzt weiß ich nicht. Geh mal hier wieder rum. Kommt ja auch alle schön mit. So, erstmal durchzählen. Okay, ihr seid 6. Super. Das sind ja 3 Minen und 6 schwer arbeitende, schwer verfolgende Schwerverbrecher. Nein, Butler. Ja, dann müssten wir wohl oder übel schon mal wieder eins von diesen Biestern. Ein Mistvieh weniger. Leute, wird unübersichtlich, wenn sie mir zu Hilfe kommen. Wir müssen dann nämlich irgendwie da oben hoch. Das habe ich noch so ein bisschen im Ei. Ja, Minenübergabe mit Hindernissen. Klasse. So, das war's mit dir, du Mistvieh. Okay, seid ihr denn alle noch da? Okay. So. Schon wieder eins von diesen Fiesen. Oh, ja. Also das wird jetzt nicht so einfach werden, die da hinzuführen, die, Butler, nicht so nah. Sonst kommen die Waagelim oder die Wölfe, was das auch immer sind. Gut gemacht, ein Drecksvieh weniger. Oh, mein Glück. Okay. Schon wieder eins von diesen Biestern. Was? Wie ging das so schnell? Schwarzer Wolf? Vielleicht sollte ich den Leuten mal sagen, am besten Slim, das Kampfverhalten aller Butler bei Gefahr mal auf defensiv stellen. Das ist, glaube ich, besser. Ja, also, da hinten ist noch ein Varanix und diese beiden Wölfchen da, diese schwarzen da. Mal gucken, wie ich die jetzt hinkriege, kaputt kriege. Sup. Bleibt denn auch alle schön stehen? Ich will zuerst den Varanix haben. Varanix, ja, Asterix, Varanix.
Asterix waren nix. Oh, da hinten ist auch noch einer. Aber wir müssen, glaube ich, erstmal da oben hoch. Los. Oh, okay. Schon wieder eins von diesen Biestern. Okay. Ja, so muss man es den Biestern geben. Was sagt er? Ach ja. Ein bisschen zurückziehen und das Ganze nochmal speichern und so. Ja, nicht so die Böcke, muss ich ehrlich sagen. Weil das zieht sich, er kann sich echt hinziehen. Ich meine, die sind doch einfach, oder nicht? Kann ja nicht sein, dass die sind. Okay, das haben wir auch geschafft. Schwarze Wölfe, ein Glück. Wow, ich habe gar nicht gewusst, dass diese so stark sind, die schwarzen Wölfe. Okay, eins. Ja, es sind sechs. Es sollen auch sechs bleiben. Ich musste nämlich wieder anfangen, weil sie mir nämlich hier verschütt gegangen sind. Ach, so ist das. Hallöchen. Ja, das ist schwierig hier mit den... So, jetzt habe ich hier nur drei. Drei. Gut. Bitte folgt mir, bitte. Na, so kann man natürlich auch ein Let's Play in die Länge ziehen, wenn die Peoples hier die ganze Zeit außerplanmäßig des Weges gehen. Immer schrittchenweise. So. Ja. Oh, ich höre was. So, nämlich. Die waren nämlich hier in der Kurve weg. Beziehungsweise einer. Okay. Ah, Mann, sind die clever. Die clever nicht. So, schwarzer Wölfe. Schwarze Wölfe. So, und seid ihr immer noch vollständig? Ja, das ist gut. So, und weiter geht's. Ich hoffe, ich krieg sie noch bis zur zweiten schwarzen Mine hin. Aha, ich höre was mampfen. Zur zweiten schwarzen Mine, habe ich das eben echt gesagt? Zur zweiten Mine. Aha. Jetzt sind es wieder nur fünf, oder? Ne, es sind sechs. Ich hab's immer noch drauf. Ja, du hast es immer noch drauf. Du bist gut. Ich mache hier die ganze Arbeit für euch und du schmückst dich mit fremden Federn. Na woll. So, da hinten ist ein Handweiser. Seid noch alle da? Ja. So, mal gucken, was da auf dem Handweiser hier steht. Zur Erzmine. Wunderbar. Vielleicht sollte ich da noch ein bisschen was essen. Das hätte ich vorher machen können. Auch ich nehme mal ein Getränk zu versuchen unter dem Namen Kirschsaft. So, da hinten haben wir wieder ein paar, denke ich mal. Ja, es sind zwei. Wie soll es auch anders sein? Na? Okay, du kommst als erstes. Hast ein bisschen Abstand zum zweiten. Und Wolverine. So. So, da wollen wir mal gucken. Seid auch alle noch. Jep, ihr seid alle beisammen. Aha. Wissen wir natürlich nicht, was hier um die Ecke auf uns lauert. Ja! Da ist so ein Kampftroll oder was? Orkscher Kriegstroll. Ich weiß jetzt nicht, in den restlichen Minuten, die uns noch hier für diese Folge verbleiben, noch übrig sein werden, den Orkschen Kriegstroll da zu machen. Ich guck mal eben. Aber ich probiere es mal. Inwieweit ich ihn da... Moment mal, Monsterschrumpfen. Wo ist hier Monsterschrumpfen? Das ist doch ein lustiger. Ich meine, ich hätte sowas... Ah, ansonsten müsste ich es kaufen irgendwo. Da ist es. Monsterschrumpfen. Ja, ich habe genug Mana. So. Bei wem konnte ich den Monsterschrumpfen kaufen? Wieso wird das jetzt nicht angezeigt? Hallo? Moment mal, wieder zurücknehmen. Komisch. Los! Okay, er schrumpft!
Mal gucken. Oh, jetzt haut er ab. Okay, das Ganze nochmal machen. Ich glaube, ich lasse das Monster mal ein bisschen mehr zu mir herkommen, damit es von dem Ork da wegkommt. Okay. Sofort zuhauen. Orkscher Triebskroll, Trollhauer, jawoll. Dann haben wir den schon mal geschafft. Den Orkschen. Den ersten. Wie viele? Waren es insgesamt 3, ne? So, dann haben wir ihn noch da hinten. Ich speichere mal ab. Dann hau. Oh, nicht! Mino, dieser blöde Ring, dieser blöde. Okay. Und auf ihn mit. Ich mach dich fertig, Mora. Ja, steck mal deine blöde Armbrust ein und. Sack ein. Gut. Gibt's hier noch mehr? Nein. Okay, wir sacken ein. So, erstmal Vollzähligkeit. Ja, sie sind noch vollzählig. Jawohl. So, und jetzt geht's. Okay, ich renne noch. Jetzt geht's hier zu diesem Mineneingang. Ach, hier ist noch ein bisschen Wein. Was ey. So. Ach du Scheiße. Da oben sind noch mehr. Also wir müssen ja da rein, also in diesen linken Eingang. Und da werden die auf uns zukommen. Und da sind, so ich sehen kann, 3 Stück. Und das machen wir in der nächsten Folge. Danke fürs Zusehen. Daumen und Kommentar. Tschüss.